Die hat dich Untermensch genannt. Ja, die nachher noch zeigen. Was für eine vorurteilsbehaftete Schlampe. Dass ich was drauf habe. Ja, uns ist so ein Spacken mit 60, 70 km/h hinten drauf gefahren. Hallo Leute, heute mal so ein bisschen durch mein Schminktischchen durch. Ich habe euch irgendwie ganz toll aufgestellt. Eigentlich könnte ich euch mal kurz ein Bild einblenden, wie das gerade aussieht. Ja, und zwar geht es heute zu einem Konzert, auf das ich mich schon seit über einem halben Jahr freue. Die Tickets haben wir auch schon ewig. Und zwar geht es zum MTV Headbangers Ball in Leipzig in den Hellraiser. Und zwar spielen da die Caballero-Brüder, irgendwie Roots, keine Ahnung, Overkill, Insomnium und Deserted 4. Aha. Und wie ihr wisst, ist Deserted 4 meine absolute Lieblingsband. Und ich habe sie schon ziemlich oft gesehen, auf diversen Festivals und so weiter und so fort. Und ich habe sie euch sogar in meinem Jahresfavoritenvideo ans Herz gelegt. Genau, und heute sehe ich sie endlich wieder live und ich freue mich schon mega auf das Konzert. Wirklich, es wird so cool. Falls ihr euch noch nicht in Deserted 4 reingehört habt, also sie spielen Death Metal, wenn ihr Death Metal mögt, müsst ihr sie auf jeden Fall mal anhören. Aber nicht wisst, welches Lied ihr so hören sollt, dass ihr da reinkommt. Es gibt ein Vorproduktionsvideo vom neuen Album von denen. Das ist schon ziemlich lange draußen. Und es ist so lustig. Ich kann es euch mal in die Infobox, Infokarte verlinken. Und ich habe es mir gerade eben nochmal angeschaut. Und ich freue mich jetzt umso mehr, weil die Jungs sind es einfach so lustig. Und genau, da dachte ich, ich mache heute einfach mal ein Get Ready With Me. Ich filme einfach nur mit. Und ich glaube, gerade ist meine Mama nach Hause gekommen. Immer wenn man anfängt zu filmen, unterbrechen einen alle. Wirklich, gerade eben hat mich auch mein Vater angerufen, voll schlimm. Und zuerst prime ich mein Gesicht mit dem Skin-Kiss-Serum. Oh, ich bin schon ganz aufgeregt. Ich sehe heute auch zwei meiner Abonnenten wieder. Alex und Jens. Also er heißt nicht Jens, aber wir nennen ihn so, weil wir irgendwie nie seinen Namen erfahren haben. Und deswegen heißt er bei uns jetzt einfach Jens. Meine Arbeitskollegin treffe ich auch auf dem Konzert. Die zwei haben mich nämlich auf dem Rockharz entdeckt und da haben wir dann so ziemlich viel Zeit auf dem Rockharz mit den zwei verbracht. Mit Alex und Jens. Ich muss ihn heute unbedingt mal nach seinem richtigen Namen fragen. Sonst macht mich das noch kürrer. Eigentlich habe ich mir ein neues Pinselset von BH Cosmetics bestellt. Das wollte ich in dem Video heute eigentlich austesten, aber das ist noch nicht angekommen. Weil mein altes Pinselset muss langsam echt mal weg. Es ist schon so abgenutzt und schrecklich. Es ist auch irgendein No-Name-Set von Amazon mal gewesen, so richtig billig. Das habe ich bestimmt schon 5 Jahre. Eigentlich hätte ich heute auch die Luna getroffen. Quasi ist sie die beste Freundin vom Drummer von Deserted 4. Mit ihr schreibe ich nämlich schon die ganze Zeit auf Instagram. Aber sie kann leider nicht. Das ist irgendwie voll schlimm, weil wir sind extra aufs Rockharz gefahren, damit ich mich mal mit ihr treffen kann. Haben uns extra darauf abgestimmt. Und dann konnte sie kurzfristig nicht und jetzt konnte sie auch wieder kurzfristig nicht. Und wir planen ein Treffen bestimmt schon seit einem Jahr. Und wir kriegen es einfach nie auf die Reihe. Ich bin auch sau glücklich, weil ich bin jetzt endlich wieder gesund. Ich war mega krank die letzten Tage. Und ich dachte mir so, geil, kurz vorm Konzert, aber jetzt bin ich eigentlich wieder komplett gesund. Also so gut wie. Ein bisschen Nase laufen ist noch, aber naja, es geht. Und ich habe hier auch die NYX Total Control Drop Foundation mir mal geholt, lieber Kleiderkreisel. Und ich war total erstaunt. Und ich dachte mir so, what the fuck, wieso ist die so klein? Ich meine, die ist mega klein, geht irgendwie auch super schnell alle und kostet einfach mal 18 Euro. Meine andere Foundations, die ich bisher immer hatte, waren doppelt so groß. Haben richtig lange gehalten und haben die Hälfte gekostet. Ganz ehrlich, was ist das? Und dann habe ich sie auch aus Versehen eine Nummer zu hell geholt. Aber wenn es jetzt auf den Winter zugeht, werde ich sowieso wieder ein bisschen bleich. Und da ist es ja eigentlich egal, da fällt nicht so auf. Und man kann ja noch mit Bronzer und Contouring aushelfen. Ich meine, guckt euch das mal an. Der Unterschied. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das gefällt, wenn ich einfach vor der Kamera sitze und mich schminke und ein bisschen mit euch
quadruliere. Weil ich gucke mir sowas ziemlich gerne an. Ich habe immer das Problem, ich trage massenweise Concealer auf. Und habe trotzdem so dunkle Augenringe. In der ersten Stunde, wenn ich Concealer auftrage, sind die Augenringe noch weg, aber dann kommen sie wieder und wenn ich im falschen Licht stehe, warmen sofort richtig blaue, dunkle Schatten unter den Augen und ich kriege die einfach nicht weg. Ich glaube, das ist, weil die Haut da zu dünn ist und dann das Blut so durchsieht, vielleicht sollte ich mir einfach mal einen teureren Concealer holen, also qualitativ hochwertiger, aber ganz ehrlich, Concealer gehen bei mir so schnell an und das Geld habe ich nicht. Ich würde ja voll gerne mal den von Tarte ausprobieren. Der soll ja richtig gut sein, davon schwärmen ja alle. So, und jetzt wird gebacken. Bei Augenbrauen oder Eyeliner halte ich irgendwie immer die Luft an. Ich hab gar nichts zum Vorglühen. Fuck. Na toll, Papa bringt bestimmt wieder nur Bier mit. Und das trinke ich nicht, ich mag kein Bier. Nur so fruchtiges Bier oder Radler. Och Mann. Ich habe auch irgendwie die ganze Zeit den übelsten Ohrwurm von Doggy. Also von dem Song von Katja. Krasavit. Alle sagen so wirklich, das war... ich war die ganze Zeit voll gespannt, was da so kommt. Ich dachte mir die ganze Zeit, oh Gott, bitte lass den Song nicht so scheiße sein wie der von Bibi. Also Bibi kann ich ja eh schon nicht leiden, aber Katja mag ich eigentlich. Ich finde halt cool, was ihr so macht und so. Also manchmal denke ich mir so, oh Katja, das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber an sich ist sie eigentlich ein cooler Mensch. Meine ganze Berufsschulklasse, die hatten das Lied halt gehört und ich habe mir das halt noch nicht angehört, weil ich es halt voll verpeilt hatte. Alle sagen so, boah, das ist voll scheiße, Katja ist so dumm. Und ich denke mir so, bitte, lass es doch wenigstens gut sein, weil ich wollte es mir selber anhören, bevor ich mir eine Meinung drüber bilde. Dann höre ich mir das an und das klang so geil. Wirklich, ich hätte niemals gedacht, dass sie so gutes Lied raushaut. Ich meine, der Text, ja, ist klar, typisch Katja, wer erwartet da jetzt, dass da was lyrisch Wertvolles bei rauskommt. Aber ich finde es geil, das ist ein übelster Ohrwurm. Ich finde es eigentlich scheiße, dass sie da so gehatet wird, weil ich meine, das ist ihr Ding, ist ihre Masche. Und damit ist sie auch erfolgreich geworden. Und ich feiere den Song, ich finde, der klingt richtig geil. Ich finde, das ist typisch Katja. Sie ist sich dabei treu geblieben. Also finde ich nichts Schlimmes daran. Und ich glaube, heute können wir mal was machen, was ich sonst nie mache. Wrong Song. Ich kontrolliere nämlich sonst immer nur. Aber ich bronze nie. Und zwar mit dem Betty Luminizer. Ich benutze eigentlich immer nur den Mary Luminizer, aber nie den Cindy oder den Betty Luminizer. Wie ihr seht. Weil, naja, ich dachte halt immer, ja, das sind halt andere Highlighter, aber die haben halt überhaupt nicht zu meinem Hautton gepasst. Trage. Oh Gott, ich habe Angst. Gefällt mir nicht so. Ich weiß schon, warum ich den nie verwendet habe. Dann gehen wir jetzt mal mit dem Mary Luminizer. Ja, so geil. Dieser Glow, ich liebe es. An diesen Highlighter kommt irgendwie kein anderer ran. Keiner. Das ist der Beste. Okay, passend zur Veranstaltung benutze ich heute mal eine Palette, die ich sonst nie benutze, weil ich sie eigentlich nicht so toll finde, aber naja, passt halt. Die The Rock Nudes Palette von Maybelline. Mal schauen, was sich daraus zaubern lässt. Erstmal ein Base-Ton. Was ist das? Ich verstehe es nicht, was ist das? Was soll das? Guck mal hier, das ist das, was ich an der Palette nicht mag. Ich bin gerade in ein Blau gegangen.
und es ist grau. Schwarz. Genau wie ich in dieses Violett gegangen bin und es ist grau. Schwarz. Genau deswegen mag ich diese Palette nicht. Das war ein Fehler. Diese Palette kann man echt nur benutzen, wenn man ein grau-schwarz haben will. Mit einer kleinen Nuancierung. Ansonsten, na. Dann nehme ich jetzt eben halt das Blau aus der The Bon Appetit Palette. Ich probiere es wirklich. Ich versuche echt, jedes Mal aufs Neue mit dieser Palette zu arbeiten. Aber es geht einfach nicht. Dann versuchen wir wenigstens mal irgendwas mit diesem hellrosa hier anzufangen. Wenn da überhaupt was geht. Das Rosa ist nicht grau-schwarz geworden, das Rosa ist silber-grau-pearl geworden. Ich frage mich. Ich nehme jetzt einfach mal dieses glitzernde Grau und mache das mal in die Falte. Ich weiß, dass es schief gehen wird, aber mal schauen. Ich bin in das dunkle Glitzergrau gegangen und habe jetzt ein Braun in meiner Lidfalte. Ich verstehe diese Palette nicht. Das hat man davon, wenn man mit der The Rock Nudes Palette arbeitet. Ein nicht definierbares Etwas als Lidschatten. Ich habe verschiedene Farben benutzt, aber man kann nicht erkennen, wo welche Farbe ist und ob das überhaupt die Farbe ist, die auch in dem Lidschatten-Dingens war. Und dann sehe ich aber wieder Tutorials, wo Leute mit dieser Palette super coolen Looks hinbekommen, wo das Blau auch blau ist und nicht grau. Da frage ich mich, haben die wirklich diese Palette benutzt? Oder habe ich einfach nur eine scheiß Palette erwischt? So, dann machen wir jetzt einen dünnen Lidstrich. So, und damit das Make-up-Palette noch irgendwas Besonderes hat, mache ich, glaube ich, die untere Wasserlinie und meinen unteren Lippen blau. Diese Mascara wollte ich mir eigentlich mal in schwarz holen. Das allererste Mal. Und dann habe ich mich vergriffen. Habe super viel Geld dafür bezahlt und habe die aus Versehen in... Wie heißt die Farbe? Indigo. Gekauft. Willst du nur so nicht zum Kontakt gehen? Oh Mann, irgendwie muss ich ja meine Haare aus den Sichtfernen halten. Das ist doch nur für Schminken. Also. Ich trage die sowieso nicht mehr, seitdem ich meine alte Englischlehrerin deswegen Untermensch genannt habe. Die hat dich Untermensch genannt? Ja. Also, die hat zumindest mir einen Vortrag gehalten, dass ich mich doch damit nur auf meine Niedlichkeit reduziere und mich als Objekt darstelle und dass doch das nur Untermenschen machen halt. Und dass ich den Lehrern noch zeigen soll, dass ich was drauf habe. Und durch diese Katzenohren heißt es natürlich, dass ich nichts drauf habe, weil die Lehrer auch nur auf meine Katzenohren gucken und auf nichts anderes. Und ich habe eigentlich nie Bock, Wimpern anzukleben, aber danach sieht man eigentlich immer Bombe aus. Schau mal meine Patches, heute ist Konzert, wie sie alle starren, auf mein Meisterwerk. Und ich habe zwei, das sind vier Patches. Einmal das hier vom neuen Album. Und einmal das, das hat mir nämlich mein Papa mal mitgebracht, als das Sonic 4 auch im Hellraiser gespielt hat, aber ich war krank. Dann werde ich heute Abend vielleicht noch ein bisschen mit dem Handy was filmen auf dem Konzert. Und genau, dann war es jetzt erstmal fürs Get Ready With Me. Ich hoffe bis hierhin, dass es euch gefallen hat. Ich sehe schon wieder, ich habe eine Stunde 20 gefilmt. Mal schauen, wie ich das kürzen kann. Ich hoffe, euch das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben da. War das Deutsch? Und schreibt in die Kommentare, also hört euch die Sonne viermal an und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr sie findet. Und ja, wart ihr auch schon mal im Hellraiser? Ich bin aufgeregt. Genau, und wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wie euch solche Videos gefallen, wo ich halt so mich schminke und so ein bisschen quadruliere mit euch.
Ja, und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und klickt auf die Klingeling-Glocke, um auch kein weiteres Video von mir zu verpassen. Genau, und dann fahren wir jetzt zum Konzert. Dann geht's auch schon los. Und ich sag jetzt erstmal an der Stelle ciao. Ja, mal schauen, was ich jetzt heute draus filmen werde. Tag, beziehungsweise der nächste Abend nach der Arbeit. Gestern wollte ich eigentlich noch filmen, aber ich war einfach zu kaputt. Es ist an dem Abend noch reichlich passiert, nachdem ich Tschüss gesagt habe. Es ist ziemlich viel passiert. Ich habe mir übrigens noch ein Shirt von Dissertet 4 gekauft mit dem neuen Albumcover, also vom neuen Album das Cover. Der Start war schon mal holprig, weil Alex, also mein Freund, wollte uns eigentlich fahren. Und ja, dann ruft mich unser Kumpel an, der mit Alex eigentlich zu uns kommen sollte, uns abholen sollte und sagt, ich glaube, das wird heute nichts. Und ich dachte so, wie jetzt? Was? Ist das dein Ernst? Warum wird das nichts? Und er so, ja, wir stehen zwar schon, also in meinem Dorf, wo ich wohne, an der Ampel, aber wir können nicht weiter. Ich so, warum denn? Und der so, na, uns ist so ein Spacken mit 60-70 km/h hinten drauf gefahren. Und ich dachte mir so, was? Weil die standen schon an der Ampel und der hinter die, der hat nicht mal gebremst. Wir waren da selber vorne dann, da waren keine Bremsspuren, der hat nicht gebremst. Und der ist den einfach hinten drauf gefahren. Ja, wirklich, die Motorhaube sah aus. Weil wir sind dann vorgelaufen zur Kreuzung und also wir mussten erstmal warten, bis Feuerwehr und Polizei und so da waren. Das hat sich noch gezogen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir nehmen den Kumpel, also Nils, nehmen wir jetzt einfach mal mit. Und wir fahren schon mal. Das sind bei Papa, ich und Nils sind dann schon mal zum Hellraiser gefahren. Und Alex, ja, der wurde dann von seinem Vater hingefahren. Und kam dann an, kurz nachdem, glaube ich, das hat wir angefangen haben zu spielen. Ich glaube, nach dem ersten Lied oder so ist er dann angekommen. Also noch gerade so rechtzeitig. Und ja, also das war ein Rauf und Runter. Ich hatte dann auch deswegen voll Stress im Bauch und habe dann erstmal auf dem Hinweg zum Hellraiser, habe ich an irgendeiner Spellstation angehalten und ich habe erstmal meinen Magen von meinem Mittagessen befreit, sagen wir es so, weil, also bei mir war das schon immer so, ich habe einen sehr empfindlichen Magen, gerade beim Autofahren und die Situation hat mich einfach überfordert und dann musste ich das kurz alles rauslassen. Dann haben wir das Konzert gesehen, mega geil. Ich habe euch die Ausschnitte ja schon gezeigt. Und dann haben die leider wieder viel zu kurz gespielt, weil das ist immer so undankbar, finde ich, weil die sind so gut, die müssen mindestens Hauptact sein. Aber die sind halt leider immer nur Vorband, dadurch, dass sie halt noch nicht so bekannt sind, wie die anderen Bands, die da spielen. Dann haben wir die nächste Band gesehen und da gucke ich so durch die Menge und am Tresen denke ich mir so, hä? Da steht einer mit Rasterlocken? Das kann doch jetzt nicht Simon sein, weil das sah sie. Also Simon ist der Schlagzeuger von Dissertet 4. Und dann war er das wirklich.
Und ich dachte mir so, okay, gut, er steht einfach da. Weißt du, und ich dachte mir so, gehen wir jetzt hin oder nicht? Und Alex hat mich gleich mitgezerrt, er ist dann sofort zu ihm gegangen. Und ja, dann haben wir kurz mit ihm gequatscht, hatten so einen Abend und alles. Und da hat er uns mit hinter den Tresen genommen, da wo es ein bisschen ruhiger war, weil wir wollten ja Fotos mit ihm machen. Ja, und auf einmal stand da die ganze Band. Und ich dachte mir so, weißt du, ich war so, oh, mein Herz hat Freudensprünge gemacht, ohne Mist. Vor allem waren Fabi und Mane und vor allem Fabi. Oh, ich liebe Fabi, ey, der ist für mich der beste Gitarrist überhaupt. Und ich himmel den so ein bisschen an, wirklich. Und ich hab die so im Arm und ich dachte mir so, lass mich nie mehr los. Das war mega geil. Ja, und dann haben wir halt noch so ein bisschen gequatscht, so ein bisschen Smalltalk gemacht. Und Fabi und Mane sind dann wieder hinter, wieder weiter mit abbauen. Ja, und wir sind dann wieder zu Papa und haben dann noch das restliche Konzert genossen. Ja. Und irgendwann sind wir dann auch zurückgefahren. Und dann war der Abend irgendwie doch so aufregend. Ich habe da am Hellraiser noch einen Toast gegessen, so als Abendbrot. Aber da der Tag ein bisschen aufregend war, habe ich das dann zu Hause, als wir dann angekommen sind, am Zaun auch wieder freigelassen. Ich habe auch von gestern früh zu heute früh ein Kilo abgenommen, weil ich habe ja Sport gemacht, noch ein Workout gemacht, dann beim Konzert richtig mitgetanzt und alles. Und halt nur Frühstück gegessen. Und da habe ich halt mal eben über den einen Tag ein Kilo abgenommen. Ja. Ne? Man nimmt, wie es nimmt. Stört mich jetzt nicht, dass der Kilo weg ist. Wie es mit Alex Auto jetzt aussieht. Also er hat jetzt erstmal einen Leihwagen. Auf Kosten von diesem Typen, der offensichtlich nicht weiß, wo seine Bremse ist. Und ja, er kriegt wahrscheinlich auch ein neues Auto. Na gut, dann beende ich das Video an dieser Stelle einfach mal. Wird wahrscheinlich wieder sowieso viel zu langes Video sein. Also, gut. Dann hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Gebt gerne einen Daumen nach oben und bla bla. Das ganze Zeug habe ich eigentlich in diesem Video schon mal erzählt. Einfach abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann nächsten Sonntag zum nächsten Video. Bis dann. Bye.